So, damit könnten wir eigentlich Hoagie helfen. Seine Maschine fertig zu kriegen. Okay, aber erstmal nehmen wir das Seil. Sieht doch so ganz lustig aus. Nö, das können wir leider nicht nehmen. Okay. Wir können aber die Rollschuhe auf jeden Fall nehmen. Die brauchen wir nämlich. Und wir brauchen die Verlängerungsschnur. So. Und hier haben wir eine Mumie. Und zwar einen der Edisons mal wieder. Hallo, mein stiller, eingewickelter Freund. Ich muss den Chrono John anschließen. Ich bin beruhigt wegen der Menschenshow. Meinst du, es ist komisch, zu einer Mumie zu sprechen? Meinst du, es ist komisch, zu einer Mumie zu sprechen? Es macht kaum einen Unterschied, mit den Spezies von der Medizinschule zu reden. Es ist kein großer Unterschied, mit den Jungs an der Medizinschule zu reden. Ich meine, wo du schon nicht antwortest. Nein, wir nehmen das in der Mitte. Es macht kaum einen Unterschied, mit den Spezies von der Medizinschule zu reden. Sie sind vielleicht etwas offener, du bist zwar etwas älter. Außer, dass die meisten gar nicht da sind. Außer, dass die meisten gar nicht da sind? Ja, das ist wirklich useless. Du hast tolle Sachen an. Hui, du hast aber tolle Sachen an. Meine Oma hat eine Couch, die so aussieht. Trugen das auch die gut angezogenen Ägypter? Dieses ganze Weiß hat es mir angetan. Dieses ganze Weiß hat es mir angetan. Ich muss den Chrono John anschließen. Ich muss den Chrono John anschließen. Vielleicht finde ich ein paar Batterien. Ich bin beunruhigt wegen dieser Menschenshow. Ist das wirklich Moral? Was machen Sie mit den Menschen nach der Show? Wo finde ich einen Menschen für die Show? Die meisten Menschen sind wahrscheinlich schon angemeldet. Ich glaube nicht, dass ich die Edisons passend aus dem Gefängnis kriege. Ich sollte das Kostüm anziehen und zum Tentakel werden. Das habe ich doch schon gemacht. Da ist noch etwas mit dieser Show. Was ist das wirklich Moral? Ich meine, Leute dahin zu setzen und sie wie Fleisch zu beurteilen. Preise vergeben für das beste Lächeln und das beste Haar. Das erinnert mich an amerikanische Politik. Da ist noch etwas mit dieser Show. Und das letzte? Was machen Sie mit den Menschen nach der Show? Vielleicht nehmen Sie sie einfach mit nach Hause. Ich hoffe nicht, dass es wie ein falscher Kuchen oder so ist. Ja, eine sehr alte Anspielung. Wer Portal kennt, The Cake is a Lie. Obwohl das Spiel hier definitiv älter ist als Portal. Vielleicht verkaufen Sie sie der Forschung. Ich sollte jetzt gehen. Okay. Gut, gucken wir uns weiter um. Erst einmal. Gütiger Himmel! Du bist Purpur, Ja? Ich habe bemerkt, dass du schimpfst. Sag, du kommst mir bekannt vor. Meinst du nicht, du siehst gut genug zum Essen aus? Was soll das bedeuten? Du sympathisierst nicht etwa mit Menschen, oder? Ich auf keinen Fall. Ich finde Menschen einfach widerlich. Na klar, ich glaube fest an die Menschenrechte. Ich dachte fast, du meinst es ernst. Ich arbeite nämlich an einer Methode, die Menschen ein für alle Mal loszuwerden. Was denkst du denn gerade? Ich arbeite an einem Verkleinerungsstrahl, mit dem ich diese lästigen Menschen verschwinden lassen kann. Okay, die Idee hatten wir doch schon mal bei Bernhard, aber wir haben die alte Oma die Treppe runterstoßen ausgewählt. Was ist das denn? Erzähl mir mehr von dem Verkleinerungsstrahl. Ich nenne ihn den Miniaturisator. Das größte Problem am Design ist der Schalter für Leute ohne Finger. Ja. Sag, du siehst irgendwie bekannt aus. Natürlich, du Blödmann. Ich bin Purpur-Tentakel, der berühmte Welteroberer.
Bist du der gleiche Purpur-Tentakel, der Dr. Fred kannte? Bist du das gleiche Purpur-Tentakel, das Dr. Fred kannte? Du meinst den von früher? Ja, ich erinnere mich an das Insekt. Entschuldige mich, ich habe etwas im Ofen stehen. Kenn ich den? Hey! Okay, hier bei Purpur können wir leider nichts machen, außer uns wieder die Weltherrschaftspläne anzusehen. Laut diesen Plänen beherrschen die Tentakel bereits große Teile der Welt. Aber nicht alles. Auch gut. Gut, gehen wir weiter. Hier oben ist nichts. Nur der Essensgutschein und die Trophäe. Oh. Essen für zwei im Tentakelclub. Mist, nur für Tentakel. Mhm, und Bänder. Ah. Okay, wir haben da ein paar Probleme jetzt. So gesehen, jedenfalls um an die Diamanten ranzukommen. Und auch bei Laverne. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wechseln wir erstmal zu Bernhard. Hamstergenerator. Entweder habe ich was bei Hogi übersehen. Ja, jetzt geht das Grübeln los. Benutze Skalpell mit Groschen. Ich könnte mich selbst schneiden. Nein, das war schon mal nicht. Benutze. Besser nicht. Nein. Hogi. Hier ist, soweit ich weiß, nichts mehr drin. Jetzt muss ich mich umgucken. Also erstmal brauchen wir auf jeden Fall ein Seil. Unterdessen. Vielleicht sollten wir eine Regel hinzufügen, dass man kein Abwasser ins Wasser einleiten darf. Wer würde so etwas denn überhaupt machen? Okay, hast ja recht. Wer würde das wohl machen? Dr. Fred? Wagen? Gut, ich überlege gerade. Wir brauchen... Ich weiß, was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, sind die Autoschlüssel. Aber wo finden wir die nochmal? Schack die Pflanze, Zettelständer. Wir brauchen die Autoschlüssel, dass wir die Brechstange bekommen. Damit kriegen wir nämlich den Groschen los. Aber ich weiß gerade gar nicht mehr, wo die Autoschlüssel überhaupt sind. Im Labor waren sie nirgends. Nee, das sieht nicht nach Schlüsseln aus. Wir brauchen auf jeden Fall die Autoschlüssel und wir brauchen ein Seil. Deswegen schauen wir uns erstmal mit Hogi um. Ob hier irgendwo ein Seil rumfährt. Nein, hier beim verrückten Professor nicht. Vielleicht hinten in der Besenkammer. Und wenn nicht, dann müssen wir nochmal oben auf dem Dach nachsehen. Ich hätte nämlich schwören können, dass eigentlich oben auf dem Dach das Seil wäre. Aber hier sieht das auch nicht nach Seil aus. Nö. Können wir den Schrank öffnen? Ich kann es nicht öffnen. Nöp. Dann ab den Kamin nach oben. Das fällt den anderen drei gar nicht auf. Oh nee, hier ist nur der leere Flaschenzug.
Es ist einer von diesen Flaschenzügen. Ja. Das ist von einem Bett blockiert. Und hier oben? Sind nur die Betten. Und ansonsten auch nichts. Also können wir wieder eins runter gucken. Da schläft das Pferd. Hier dürften wir auch schon alles erledigt haben. Ja, hier ist kein Seil zu sehen. Hier ist nur Ben beim Arbeiten. Und hier ist auch nichts. Okay, wir gucken uns mal lieber mit Laverne weiter um. Pilze. Die Katze haben wir bereits. Und ich kann durchs Fenster reinschauen, hm? Ich kann Dr. Freds altes Labor sehen und sein Generator ist auch da. Puh, den könnte ich gut gebrauchen. Aber durch das Fenster komme ich nie durch. Genau, das ist das Problem. Wir müssen durch die Uhr. Aber wir können, wenn wir schon mal hier sind, das Verlängerungskabel mit dem Stecker benutzen. Nein, nochmal zurück. Und jetzt benutzen wir Verlängerungsschnur mit Fenster. Können wir sie schon mal da reinschieben. So. Gut. Müssen wir uns mit Bernhard weiter umschauen, hä? Also ja, wir könnten mit Laverne ein paar Sachen machen. Aber es möchte doch erst einmal... Ach ja, genau. Wir können mit Laverne, wenn wir schon mal hier sind, Hoagie den Essig bringen. So. Die Kordel nehmen? Das kann ich nicht nehmen. Nope. Können wir schon mal wieder hier rausgehen, zurück zu den Toiletten. Ich war immer der Meinung, wir könnten bei Hoagie oder bei Laverne das Seil finden. Aber wir finden es leider nirgends. Das kann ich nicht nehmen. Nein, aber du kannst den Essig nehmen, so. Und sie anschauen. Château de Chapeau, 1775. Ja, viel ist dazu nicht zu sagen. Gehe zu Weg. Und hier auf der Wiese ist ja auch nichts mehr. Ben hat kein Seil für uns da gelassen, gell? Nö. Die ist immer noch dreckig. Ah, so ist das sauber genug. Na, sie ist immer noch dreckig eigentlich. Aber wir können jetzt schon mal eine Superbatterie basteln. Eigentlich könnten wir jetzt bei Hoagie mal fertig machen. So, Essig an Red Edison. Exzellent! Das brauche ich für meine Superbatterie. Ah, exzellent! Das brauche ich für meine Superbatterie. So, und jetzt noch die Goldfeder. Ah, die letzte Zutat für meine geniale Batterie. Tritt zurück, Sohn. Ich brauche Platz. Kettensäge, Hammer. Kreissäge. Ein Wunder der Wissenschaft. Sie wird sich prima auf meinem Regal machen, bis ich sie mit nach Baltimore nehme. Ja, die brauchen wir eigentlich. Sieh nicht nach hinten, die Briten kommen. Wie? Wo? Soll das lustig sein? Bin sehr beschäftigt.
die Briten kommen. Ja. Gut, wir haben die Superbatterie.